Einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde. Heute ist eine besondere Kulturkantine, weil ich alleine hier bin. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich heute keinen Gesprächspartner anbieten kann. Aber ich nütze die Gelegenheit, euch ein bisschen einen Einblick zu geben in die Arbeit von Culture Lab, um euch auch ein bisschen zu zeigen, wie wir arbeiten, was unsere Zugänge sind, wie wir recherchieren, einfach ein bisschen zu zeigen, wie wir arbeiten. Und ich habe witzigerweise im Vorfeld mir überlegt, mit diesem Stapel Bücher euch ein bisschen auch einen Einblick zu geben in Literatur, weil ja, wir vor 14 Tagen einen Dialog hatten mit Fabian Burstein über den Elfenbeinturm der österreichischen Kulturpolitik. Ist mir ein Buch untergekommen von Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stefan Oppitz, nämlich Der Kulturinfarkt. Das ist quasi der Vorläufer von Fabian Bursteins Buch, vor 10 Jahren in Deutschland erschienen. Und das zum damaligen Zeitpunkt sehr kritisch auch die deutsche Kulturpolitik und Kulturlandschaft hinterfragt hat. Ich will uns jetzt nicht sagen, dass uns die Deutschen da voraus waren, aber es war schon auch ein Buch, das sehr polarisiert hat damals. Ich kann es also wirklich jedem empfehlen, den Kulturinfarkt noch einmal zu lesen oder zu studieren. Ich habe gerade vorhin noch einmal einen Satz gefunden, wo es über die Kultur im 21. Jahrhundert geht. Kultur musste nicht nur geschaffen, sie musste auch mit Sonderprogrammen vermittelt, zugänglich, verständlich gemacht werden. Kulturelle Bildung für alle wurde nun zum Ansatz, um Kultur für alle zum Erfolg zu führen. Also dieser Slogan Kultur für alle, der mich auch als Culture Lab Geschäftsführer und Eigentümer immer wieder umtreibt: Wie kann man Menschen Kunst und Kultur zugänglich machen? Manifestiert sich eigentlich aus den 70er Jahren von Hilmar Hoffmann, der hier wirklich auch diese Idee geboren hat, Kunst und Kultur für alle Menschen zugänglich zu machen. Und das ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten in den 90er und Nuller Jahren des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts auch. Und jetzt geht es eigentlich darum, dieses Kultur für alle, diese Idee auch wieder mal zu hinterfragen. Kultur für alle ist per se schon da, weil Kunst und Kultur ist das, was der Mensch schafft. Alles andere wäre Natur gegeben. Und Kunst ist ein Ausdrucksmittel, wie wir Kultur vermitteln können. Und diese zugänglich zu machen über verschiedenste Methoden, das heißt jetzt nicht, dass ich will, dass alles gratis ist. Ganz im Gegenteil, Kunst hat einen Wert und Kunst soll auch was kosten. Aber es braucht vermittelnde Aktionen. Und wenn ich über Vermittlung nachdenke, dann bin ich in meiner Recherche auch auf dieses Buch von Ingo Metzmacher gestoßen. Keine Angst vor neuen Tönen. Ingo Metzmacher, für die Fachleute unter euch. Ingo Metzmacher ist ein faszinierender Dirigent, den ich selbst einige Male in Wien erleben durfte zu meiner Jeunessezeit, der auch 2 Bücher geschrieben hat, zwei, die mir bekannt sind. Und eines, da geht es darum, wie man neue Musik vermittelt. Also diese Vermittlung von Musik, dass man keine Angst auch hat vor neuen Tönen, dass man sich dem auch stellt. Und diesen Zugang auch versteht am Ende des Tages. Und verstehen heißt nicht immer, dass ich es innerlich verstehe, sondern dass ich auch einen ästhetischen Zugang bekomme, dass ich mich damit auseinandersetze. Und wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte, dann ist mir noch ein Buch eingekommen, das erschienen in der Edition der Körperstiftung. Die Körperstiftung hat vor vielen Jahren, vor etwa 10, 15 Jahren, ein paar wunderbare Symposien in Hamburg gemacht, so in dieser unsäglich 10-jährigen Bauzeit der Elbphilharmonie als Nachbar quasi, haben die Vermittlungskongresse gemacht, wie man Musik vermittelt. Ich war da selbst einmal auf dem Podium, fragt es mich nicht wann, ich glaube 2009 oder so herum, wo ich noch in Graz Geschäftsführer war. Und dieses Buch von Holger Nolze, Die Leichtigkeitslüge, in der ich übrigens zitiert werde, was ich damals nicht wusste, da geht es darum, dass man Musik vermittelt sich eigentlich von selbst. Musik ist eine Kunstform, eine Sprache, aber man muss sie auch hin und wieder erklären und Hintergründe dokumentieren. Und Holger Nolze hat das hier sehr, sehr kritisch sich auseinandergesetzt in diesem Buch, über Ästhetik auch, über Erziehung des Menschen hin zur Kunst, er schreibt sogar über es wachsen, ich zitiere gerade, es wachsen Generationen von musikalischen Analphabeten heran. Das ist eine gewagte Aussage,
Aber man sollte sich damit auseinandersetzen, wie man tatsächlich Kunst und Musik vermittelt. Was hat das alles mit Culture Lab zu tun? Wir haben mit Culture Lab den ursprünglichen Slogan, der auch hinter mir auf dem Rollup steht, Strategy, Concept and Project, umgewandelt mit den Stadt, Kultur und Tourismus. Stadt im Sinne von Stadtentwicklung, der weichen Standardfaktoren, also fokussiert Standardmarketing, Stadtmarketing, Strategieprozesse, die sich damit auseinandersetzen, wie man Städte steuern kann, welche Methoden das es braucht, damit Städte erfolgreich sind, wie wird eine Stadt zur Bühne, wie kann man eine Stadt als Bühne gestalten beispielsweise. Kultur ist selbstredend, gerade weil es auch meine Person ist, die hier auch federführend aktiv ist in dem Bereich. Ich versuche hier immer wieder Kulturvermittlung, kulturstrategische Prozesse zu lancieren, damit Städte die Bedeutung von Kunst und Kultur verstehen für die gesellschaftliche Entwicklung. In der Pandemie hat man sehr oft von Systemrelevanz gehört. Kunst und Kultur seien systemrelevant. Ich bin ja davon überzeugt, dass es so ist. Und es braucht halt auch immer wieder das politische Bekenntnis dazu und die politische Haltung dazu, dass Kunst und Kultur arbeitssystemrelevant sind, dass es auch einen gesellschaftlichen Mehrwert darstellt. Und im Kontext von Stadt, Kultur und Tourismus ist der Tourismus immer ein Thema, wo ich sage, wenn es der Stadt gut geht, wenn die Bürgerinnen und Bürger zu Botschafterinnen ihrer Stadt werden, dann ist es logischerweise auch ein Mehrwert für die Touristen. Also ich halte nichts von ideologischen Debatten beispielsweise über keine Skilifte mehr oder Windräder in Skigebieten oder was auch immer. Wenn es einen Mehrwert erzielt für die gesellschaftliche Entwicklung, für die Energiesicherheit etc., kann man über alles nachdenken. Das muss aber auch einen Mehrwert erzielen. Aber ich sage auch immer, jede Investition in den Tourismus ist auch eine Investition in die hiesigen Menschen, in die Bevölkerung, weil die können diese Infrastruktur ja auch nützen. Und darum bin ich auch so ein großer Fan davon, dass man versucht, mit dem Tourismus auf Augenhöhe zu agieren und diese Einrichtung als Partner zu sehen, als Leistungsträgerinnen. Strategy, Concept and Project für Culture Lab, Kultur vermitteln, Menschen begeistern, als einer unserer Kernslogans, heißt nichts anderes wie das, dass wir versuchen, Städte, Regionen, aber auch Dörfer, kleinere Gemeinden erlebbar zu machen. Also Mehrwert zu geben, Lebensqualität zu vermitteln und dafür die besten Rahmenbedingungen zu setzen. Übrigens, für mich sind die wichtigsten Kulturthemen schlechthin der Klimawandel, Mobilitätsverhalten, die Veränderung des Mobilitätsverhaltens im Sinne von Nutzung des öffentlichen Verkehrs, des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs, aber alles mit Hausverstand. Ich bin ein kompletter Gegner, wenn Politiker sagen, Straßenbauprojekte sind historisch und sind rückwärtsgewandt. Das ist in meinen Sachen völliger Blödsinn. Straßenbauprojekte wird es immer geben. Ich will auch, dass E-Mobile irgendwann auf Straßen fahren und nicht auf der grünen Wiese. Ich möchte, dass eine perfekt ausgebaute Straßeninfrastruktur ergänzend zu einer perfekt und permanent erweiterten öffentlichen ÖPNV, also des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs, dass das Hand in Hand geht. Das muss Sinn machen. Und ich halte nichts davon, wenn hier Themenbereiche gegeneinander ausgespielt werden. Wenn ich euch noch ich habe noch vier Bücher vor mir liegen. Also zwei sind eigentlich die gleichen, nämlich meine Lieblingsbücher auch im Kontext meines Lehrauftrages an der Stella Hochschule für Musik, Privathochschule für Musik in Vorarlberg, dem ehemaligen Volk-Landeskonservatorium, wo ich ja Musikvermittlung unterrichten darf, aber auch Musikmanagement, Kulturmanagementfächer. Spielräume Musikvermittlung. Das ist ein Buch, das mir auch immer wieder vor Augen führt, wie auch das Folgebuch, der zweite Band, herausgegeben, unter anderem von Barbara Stiller, Constanze Wimmer, meine geschätzte Vorgängerin bei der Jeunesse und mittlerweile an der Kunstuniversität in Graz tätig und Ernst-Klaus Schneider. Das sind beides Standardwerke mittlerweile für die Musikvermittlung, auch mit Best-Practice-Beispielen, wie man Musik vermitteln kann, wie man Kunst vermittelt. Und das sind meines Erachtens, versucht auch meine Studierenden und so weiterzugeben, dass die auch immer wieder mal nachlesen können, über Best-Practice-Beispiele reflektieren können und verstehen, was der Kontext ist von Musikvermittlung, nämlich der Umgang mit Musik, wie Musik auch Berufung sein kann, wie man Musikvermittlung in Institutionen, sprich in Konzerthäusern, Opernhäusern einrichten kann, aber auch welche Schnittmenge es zu Musikschulen gibt. Da bin ich eigentlich wieder bei meiner Kulturvermittlungsthematik. Musikschulen sind Kulturträger, Kultureinrichtungen für Kommunen, die ganz wichtig sind. Genauso wie Theaterbetriebe. Ich halte übrigens auch nichts von der Diskussion aktuell, wenn man darüber diskutiert, wie viele Theaterstücke in einem Spielplatz vorkommen müssen. Ich glaube, momentan geht es darum, dass man Menschen mit Kunst und Kultur konfrontiert, ihnen auch Freiraum gibt.
aber sich auch der Realität ins Auge stellt. Wir leben in der Zeit der größten Krise des 21. Jahrhunderts in einer Form, die wir es noch nie gehabt haben, mit einer Energiekrise, die von Russland aus betrieben wird, mit einem Energiekrieg, wie man schon fast schon sagt, den man so eigentlich auch ernst nehmen muss, weil er auch tief greift bis hinein in die Gesellschaft und in die finanziellen Möglichkeiten der Menschen. Ein vorletztes Buch. Damit bin ich wieder bei meinem Unternehmen, bei Culture Lab und auch bei der Stadtmanufaktur. Dieses Praxishandbuch sieht ihr Stadtmarketing unter anderem herausgegeben von Bernhard Spinnen und meinem geschätzten Kollegen Jürgen Block vom BCSD, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der City- und Stadtmarketingorganisation in Deutschland, wo wir mit Culture Lab auch Mitglied sind. Da geht es darum zu erklären, was ist Stadtmarketing? Was macht Stadtmarketing? Wie agiert ein Stadtmarketing der Zukunft? Was muss Stadt können? Wie muss man Stadt vermitteln, dass sie auch relevant wird, dass sie auch wahrgenommen wird? Sie wissen oder ihr wisst, dass die Städte auch in einem Wettbewerb stehen, in einem Wettbewerb um nicht nur um Touristen, in einem Wettbewerb um Betriebe, um Betriebsansiedlungen, um die besten Events, um ein Leerstandsmanagement, dass die auch nicht wissen, was diese ganze Krise auslöst, werden wir hinkünftig eventuell mehr Leerstände haben. Und all dort kommt so ein Stadtmarketing der Zukunft zum Tragen. Und für mich ist ein Stadtmarketing der Zukunft auch so eine Art Spinne im Netz, so ein Katalysator auch, beziehungsweise auch ein Motor für Stadtentwicklung, der Themen anspricht, der strategische Themen fassbar macht und übersetzt und somit auch gerade den politisch handelnden Stadtakteuren oder auch Gemeindeakteuren oder auch in Ländern einfach auch Fakten auf den Tisch legt, wie man Städte entwickeln kann. Und das auch immer sehr stark in dieser Abstimmungsfunktion mit Kulturämtern, mit Stadtplanungsämtern, mit Bauabteilungen, mit Wirtschaftsförderungseinrichtungen, entweder GmbH oder auch Ämter von Stadt. Also sehr stark einfach diese vermittelnde Rolle, dieses Zusammenführen von Akteurinnen und Akteuren. Und last but not least, und da mache ich schon ein bisschen Werbung, vor einigen Jahren, jetzt muss ich nachschauen, im Jahr 2013 ist dieses Buch erschienen, Städte als Marken. Strategie und Management erschienen im New Business Verlag in Hamburg von meinem geschätzten Geschäftspartner Thorsten Kausch und unserem Kooperationspartner Peter Birk und dem Herausgeber, dem Eigentümer des Verlags Peter Strahlendorf. Und dieses Buch gab es in zwei Auflagen und jetzt wird es ein drittes Buch geben, nämlich Wie Orte zu Marken werden. Da bin ich auch einer der Herausgeber. Das Buch erscheint noch ich gehe davon aus, noch in diesem Jahr. Die Präsentation in Vorarlberg wird es dann erst im Januar geben, im Jänner 2023. Vorher lässt die Zeit einfach nicht zu, aber ich freue mich, dass wir dieses Buch auf den Markt bringen, das sich sehr, sehr stark auch mit den verschiedensten Aspekten von Markenprozessen auseinandersetzt, von Positionierung, von den verschiedensten Beispielen auch, wie Orte zu Marken geworden sind. Es gibt ein Beispiel über Lech-Zürs-Tourismus drinnen mit Hermann Fercher. Ich habe selbst einen Artikel geschrieben über Kulturmarken, am Beispiel auch der Brienzer Festspiele, aber auch das Wiener Konzerthaus und auch der Stadt Innsbruck, die auch versucht, Kulturstadt zu sein. Also unterschiedlichste Aspekte. Und ich freue mich, wenn ihr euch dann dieses Buch bald präsentieren darf. Ja, das war heute eine etwas andere Kulturkantine, weil es einfach zeitlich sich nicht ausgegangen ist und wir auf die Schnelle mit der Terminplanung nicht fertig geworden sind. Bitte vielmals um Entschuldigen. Aber ich freue mich, dass wir demnächst auch wieder neue Gesprächspartnerinnen und Partner haben werden. Es wird demnächst Jörg Fabig bei uns zu Gast sein, der Kulturamtsleiter von Aschaffenburg, Elke Seidel, die Kulturamtsleiterin von Augsburg. Dann freue ich mich sehr auf Otto Hochreiter, den Direktor des Graz Museums, also des Stadtmuseums in Graz, das ja eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat die letzten Jahre. Sehr geschätzter Kollege von meiner Zeit auch in Graz, als ich in Graz gearbeitet habe. Und last but not least, es geht weiter mit unseren Gesprächspartnern und Gesprächspartnern. Irgendwann gelingt uns dann auch das Gespräch mit unserer Europaparlamentarierin Barbara Thaler aus Tirol, aus Innsbruck. Das wir jetzt schon zweimal verschieben mussten, aber das passiert eben hin und wieder. Ich freue mich sehr auf viele weitere Dialoge und freue mich, wenn ich euch bald wieder hier auf dem Culture Lab Kanal begrüßen darf in der Kulturkantine. Wir nähern uns nämlich schön langsam der 70. Kulturkantine, die demnächst stattfinden wird. Und im Jahr 2023 wird es dann die 100. Kulturkantine sein. Und dann darf ich noch ankündigen, Anfang Dezember gibt es dann den 5. Stadt-Zukunft-Dialog, damit Christian Lukas, dem Geschäftsführer
des Lübecker Stadtmarketings und Tourismus. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Nachmittag. Ciao miteinander, pfiat euch, ciao.